Hi, guten Morgen. Ist noch früh und es ist deshalb auch noch dunkel und ich sitze hier bei Kerzenlicht. Ihr werdet mich nicht sehen, das ist doch völlig unwichtig. Ich hab euch eine Adventsgeschichte zu teilen. wir haben noch keinen Advent, ich weiß. Ich halte eigentlich auch von Advent und Weihnachten und sowas, halte ich überhaupt nichts. Ich hatte da mal meine Bedenken, wozu das gut sein soll. Heute wissen wir, Weihnachten ist ein kapitalistisches Instrument, um uns das Ta Weihnachtsgeld aus der Tasche zu ziehen. Darf man mal so sehen, gerne. Müsst ihr nicht so sehen, ihr könnt gerne euer Weihnachten so feiern, wie ihr das möchtet. Es ist halt nur, das ist halt im Raum, dass das negativ behaftete, das Weihnachten. Man kann natürlich zu dieser Zeit wunderbar feiern, man kann zum Beispiel die Rauhnächte feiern, habe ich überhaupt nichts dagegen, ist sogar sehr gut, da kann man dann gleich fürs nächste Jahr manifestieren. Das sind 12 Tage, die man, oder 13 Tage, was übrigens meine Glückszahl ist, die 13 Tage, das ist die Quersumme 4, die Zahl der Manifestation. Und mit den Rauhnächten könnt ihr das ganze Jahr manifestieren, so wie ihr das haben möchtet. So, aber jetzt zurück zu Weihnachten. Es läuft da ein ganz mieses Ding ab. Zumindest ist es bei mir. Hab das mal gelernt, ich soll bei mir bleiben, ich soll von mir erzählen. Und jetzt gehen wir mal zurück in meine Kindheit. Und ich erzähle euch mal, was mir passiert ist. Ich bin vielleicht 3 Jahre alt. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern ans Alter und sowas. Ich bin ja noch Kind, ich weiß ja gar nicht, was ein Kalender ist und was eine Uhrzeit ist. Ich bin ja noch unverdorben. Aber ich wurde da langsam darauf vorbereitet. Jedes Mal irgendwie sonntags standen Kerzen auf dem Tisch und so. Erst eine Kerze, dann zwei, dann drei, dann vier. Und dann steht das Christkind vor der Tür. Sowas haben wir damals gehört. So war das Christkind. Das war jemand, vor dem sie uns Angst gemacht haben. Da kommt jemand mit einer Rute. Und wenn wir was Böses gemacht haben, dann verdrischt er uns mit der Rute. Wenn wir schön brav waren, dann kriegen wir Geschenke. Also, heute weiß ich, das ist ein Dressurakt. Ne? Das ist Erziehung. So erzieht man seine Hunde, damit die parieren. Ja, also das ist schon mal unterschwellig, das klingt da so mit. Das geht aber noch viel tiefer. Und ich bin da überhaupt erst drauf gekommen, weil mir gerade ein Buch zugespielt wurde von Gopal. Da ging es um Beziehungstrauma. Beziehungstrauma und wie man das heilt. Und geht um den Vagusnerv. Das ist so nur mal so am Rande. Den kann man heilen auf verschiedene Art und Weise. Gopals Methode ist das ehrliche Mitteilen, was ich hiermit tue. Ich mache das nicht so, wie er das vorgesehen hat. Ich mache das ein bisschen krasser. Ja, ich schätze mal, wenn ich meine Geschichte ehrlich mitteile, hilft das da draußen noch ein paar anderen eventuell, mal drüber nachzudenken. Dass da eventuell, ja, was weiß ich. Dass sie eventuell Ähnliches erlebt haben und dass das schon tief in unserer Gesellschaft so verankert ist, dieses Ritual Weihnachten und was das bedeuten kann. Also, ich bin 3 Jahre alt. Ich habe mich gerade von meiner Entbindung erholt, wo ich meiner Mutter aus den Armen gerissen wurde und nicht wusste, wo ich bin. Und ich wurde von der Liebe von meiner Mutter getrennt. Man wollte mich wiegen und messen und kategorisieren und dies und das. Ich sage das extra so plakativ, weil es wird tatsächlich heute immer noch so gemacht, dass die Kinder von ihren Müttern weggerissen werden. Die werden von der Nabelschnur gekappt und wie Viehzeug der Mutter entzogen. So, ich habe mich also davon erholt. Das hat doch bestimmt 3 Jahre gedauert. Weil ich davon schon traumatisiert war oder bin, da war das erste Mal schon die Beziehung zu meiner Mutter gestört. Die Beziehung zu einer weiblichen Person war gestört. Die Beziehung zu meiner Bezugsperson war gestört, wurde gestört von außen.
Dann wurde ich am Heiligabend, heiliger Abend ist das. Ich meine, wenn man das Problem mal aufgelöst hat, dann ist das tatsächlich ein heiliger Abend. Aber in meiner Kindheit war das alles andere als heilig. Ich musste zu meiner Großmutter, mütterlicherseits. Diese Großmutter habe ich gehasst, weil sie hat ihren Hund geschlagen und mit ihrem Hund rumgebrüllt. Das konnte ich überhaupt nicht ab. Die hat ihren Hund wehgetan, die hat den Hund geschlagen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ein Lebewesen haben die geschlagen, ein Tier. Ein liebes Tier, einen lieben Hund, der wurde geschlagen. Und angebrüllt ist fast noch genauso schlimm, dieses Anbrüllen. Man kann doch keinen Hund anbrüllen und schlagen. Das geht nicht. Also zu dieser Oma musste ich. Das war für mich die Hölle. Das war für mich wirklich die Hölle. Ich wollte da nicht hin. Ich hatte Angst vor dieser Person. Ich wollte da nicht hin. Ich wollte nicht zu dieser Hexe. So. Und dann habe ich rausgefunden, warum ich denn dahin musste. Weil meine Eltern mich belogen haben. Die haben mir was von dem Weihnachtsmann erzählt und von der Bescherung und sowas. Tolle Bescherung, echt. Meine Eltern, meine Bezugsperson, die einzigen beiden Menschen auf diesem Planeten, denen ich getraut habe, die belügen mich. Ich bin ja ein Kind gewesen. Ich konnte natürlich spüren, dass ich belogen werde. Und das ist schon die größte Spaltung, die ich in meinem Leben erfahren habe. Deshalb habe ich Probleme in Beziehungen. Deshalb kann ich keinem Menschen über den Weg trauen. Das habe ich immer gesagt, ich kann den Menschen nur so weit trauen, wie ich sie schmeißen kann. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich konnte diesen Menschen, die mich umsorgt haben, ich konnte denen nicht mehr trauen. Weil sie mich belogen haben, wegen einer Erziehungsmethode. So. Dann haben wir da, das ist noch perverser eigentlich, dann haben wir da eine Gans gegessen. Ein Tier haben wir gegessen. Ein lebendiges Tier, okay, das war dann nicht mehr so lebendig, aber das war vorher irgendwann lebendig. Das ist da so rumgeflattert und hatte Spaß am Leben. Waren Vögel, ich weiß nicht, ob die Gänse, doch, die Gänse gehören zu den Vögeln, die Freiheit lieben, die rumfliegen und sogar in Süden fliegen. Wahrscheinlich fliegen die in den Süden, damit sie nicht auf dem Weihnachtstisch landen. Fliegen sie weg, weit weg von diesen Idioten. Wir mussten den Vogel essen. Ein Tier essen. Perverser geht's gar nicht. Ich bin ein Vegetarier, also ich darf so reden. Ich möchte niemand zu nahe treten, der immer noch Fleisch isst. Das ist nicht meine Art. Macht euch mal Gedanken drüber. Ich jetzt erfahrener Mann weiß, das ist kein Nahrungsmittel, wenn man ein Tier isst. Da ist nicht das drin, was wir brauchen. Das erzählen sie uns zwar, ja, man muss unbedingt Fleisch essen und so, wurde mir auch erzählt. Nein, was wir als Nahrung brauchen, ist Prana. Das, was von der Sonnenenergie kommt, was aus der Mutter Erde kommt. Das, was in Obst und Gemüse drin ist, das brauchen wir, aber keine Tiere. Nur weil die Tiere Obst und Gemüse essen, heißt das nicht, dass wir dann auf diese Weise Prana kriegen. Ich glaube da nicht dran. Außerdem bin ich Yogi und da steht im Ahimsa, das ist so eine Yogi-Regel, dass wir gewaltfrei leben sollten. Und wenn wir Fleisch essen, ist das alles andere als gewaltfrei. Also man kann dadurch ein schlechtes Gewissen kriegen. Ja, ich versuche das gerade rüber zu bringen, dass ich als Kind bestimmt ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich eine Gans essen musste. So, und dann geht das noch weiter, dieses perfide Spiel. Dann kam es dieses Neujahr, dieses Silvester. Da müsst ihr euch vorstellen, da haben die Erwachsenen gesagt damals immer, oh, wir haben gute Vorsätze für nächstes Jahr, wir lassen dieses sein und jedes sein. Und da ist bestimmt auch immer so dieses, oh, ich höre mit dem Rauchen auf, oh, ich höre mit dem Saufen auf, ich rauch kein Nikotin mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr. So, dann ist es 12 Uhr und bums, knallen die Sektkorken. Alles wieder vorbei.
alles wieder vorbei. Erstmal wird Alkohol getrunken und dann, wenn man betrunken ist, dann raucht man auch wieder. Also die ganzen Vorsätze sind mit einem Schlag vorbei. Das dauert nicht lange, das dauert ein paar Minuten. Und dann, da kannst du dir Vorsätze machen, noch und nöcher. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Du verlierst den Glauben, dass du jemals aufhören kannst. Es ist echt schwer. Wir machen uns das echt schwer. So, ich möchte da keinem die Schuld geben. Wir machen uns das selber echt schwer, das Leben. So, und dann geht noch weiter. Dann werden da Feuerwerkskörper abgezündet. Die ganzen Tiere erschrecken sich da draußen. Die durchleben eine Höllennacht, wie im Krieg. Die durchleben Höllenqualen, die Tiere draußen. Wir hatten Katzen, die haben sich verkrochen, die saßen dann da immer so und haben Angst gehabt. Die haben blanke Angst gehabt. Die waren in Angst. Die ganzen Tiere da draußen, die keinen Schutz hatten, die sind weggerannt. Was weiß ich, die sind vielleicht zu Tode erstarrt oder was. So, wie sollen wir heutzutage Beziehungen aufbauen, wenn wir dann auch noch diese Lüge an unsere Kinder weitergeben? Ich habe diese Lüge auch an meine Kinder weitergegeben. Ich weiß nicht, wie oft, nicht oft. Ich habe das irgendwie gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Das kann ich nicht machen. Das kann ich echt nicht machen. Ich kann die nicht belügen. Aber da war schon zu spät. Man muss das ja nur einmal machen, diese Lüge, und schon hat man verloren seinen Kindern gegenüber. Die glauben einem nicht mehr. Die glauben einem nichts mehr. Das Vertrauen ist bums weg. Eine Lüge, bums, Vertrauen weg. Und das Vertrauen kriegst du nicht wieder zurück. Die sind immer misstrauisch. Die lauern mit jedem, was du sagst, lauern sie, na, wann kommt die Lüge? Wann kommt die Lüge? Und die kommt. Weil wir Menschen das gut können. Wir können gut lügen. Dazu werden wir erzogen. Wir werden dazu erzogen zu lügen. Genau. Du hast irgendwas ausgefressen. Und dann kommt vielleicht die Polizei oder sowas. Und dann solltest du deine Freunde verraten. Die wollen von dir, dass du deine Freunde verrätst. Also dann kannst du entweder deine Freunde verraten, dann hast du die verloren, oder du lügst die Polizei an. Beides ist scheiße, oder? Das verlangen die aber von uns. Ich habe es immer gemacht, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Ich weiß, ich kann mich nicht daran erinnern. So, ne, so. Aber wenn du in dem Moment nicht so clever bist, dann verrätst du deine Freunde. Die hast du dann nicht mehr. Die sind dann böse auf dich. Oder du erzählst Lügen an die Polizei. Ist auch nicht gut. Das merken die ja auch. Die merken das ja auch. Und schon hast du ein schlechtes Gewissen, weil du entweder jemanden verraten hast oder gelogen hast. Also das ist echt scheiße. Da dürfen wir uns was Besseres einfallen lassen. Vor allen Dingen, wenn unsere Kinder fragen, wie sie damit umgehen. Mein Sohn, wie alt mag er gewesen sein? 19, kam mal zu mir und sagte, Papa, ich habe eine Vergewaltigung miterlebt. Ich war mit im Zimmer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und was ich ihm antwortet habe, ich weiß das auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich wusste es nicht. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich weiß es nicht. Wie geht man damit um? Ich weiß es heute nicht. Ich hab keine Antwort drauf. Die einzige Antwort, die ich drauf habe, ist, dass wir das heilen. Dass wir das da ansetzen, da wo es der Kern ist, Weihnachten. Eigentlich schon bei der Geburt. Ne? Vor der Geburt, das geht vor der Geburt schon los. Genau, da hat mich mal eine Freundin darauf hingewiesen. Meint sie, ah, ich sehe, du hast Angst vor Tunneln. Ich habe so erzählt, ich habe in der Schweiz gewohnt und dann sind da viele Tunnel und wenn man da durchfährt. Oder das mit dem Tunnel, das war schon in Hamburg, da habe ich es mal gesehen. Ich habe in Hamburg gewohnt, da haben wir den Elbtunnel. Wenn du durchfährst, dann habe ich mich daran erinnert, es stand mal in der Bild-Zeitung. Bild-Zeitung, die bilden dir deine Meinung, die du vorher nicht hattest, kriegst von denen eine Meinung.
Die haben gesagt, da haben sie hohe Dioxinwerte festgestellt im Elbtunnel. Keine Ahnung, vielleicht ist das so, vielleicht ist es einfach nur eine glatte Lüge. Jedenfalls, jedes Mal, wenn ich da durchgefahren bin, habe ich an dieses scheiß Gift gedacht, was im Elbtunnel ist. Also Tunnelfahren war für mich tabu. Ich habe es noch gemacht, aber ja. Mit dem Auto geht das, ne? Fenster hoch und Gebläse aus und. Aber dann bin ich Motorrad gefahren und da hast du nur die Luft im Helm und so was. So, das habe ich dann irgendwann in der Schweiz geheilt. Ganz einfach, es waren 36 Grad, es war scheiße heiß. Ich hatte einen offenen Jethelm, damit ich schön viel Luft kriege. Und es war, wie gesagt, bei 36 Grad war es heiß und dann bin ich in den Tunnel gefahren und dann war das erfrischend kühl. Da konnte ich diese Angst vom Tunnel konnte ich dann sein lassen. Ne, das war für mich eine Erfrischung dann auf einmal. Da konnte ich diese Angst weglassen. Aber ich habe trotzdem, waren wir noch Rückstände dieser Angst. Das hat eine Freundin, hat das gesehen, hat mich darauf angesprochen, sagt sie, du hast noch Angst vor Tunnel, guck da mal genau hin, was das sein kann. Geh noch mal zurück in deine Embryozeit. Und dann in der Embryozeit, kann in der Meditation, kann ich mit meinem inneren Kind, mit meinem inneren Kleinkind, mit meinem inneren Fötus, das dehnt dann das erste Mal, konnte ich kommunizieren. Das läuft auf einer Ebene ab, die, ich kann es gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall, da ist eine Kommunikation gewesen, weil man sagt ja, Zeit gibt es nicht und das heißt, wir erleben alles zur selben Zeit. Das kann ich jetzt nicht erklären, weil da gibt es keine logische Erklärung für, kann ich nicht machen. Aber in der Meditation habe ich halt mit meinem inneren Fötus gesprochen. Eigentlich ist es das in Erinnerung holen, was man damals erlebt hat. Und dann wurde mir gesagt von meinem inneren Fötus, dass es Angst hatte zu inkarnieren, weil es gehört hat, was im Außen für Geräusche waren und dass da welche gestritten haben. Also höchstwahrscheinlich meine Mutter und mein Vater haben gestritten. Dann meine Schwester und meine Mutter haben bestimmt gestritten und mein Vater und meine Mutter haben bestimmt gestritten. Und da wollte ich als kleiner, Embryo, wollte nicht inkarnieren. Deshalb hatte ich Angst vor Tunneln, Geburtskanal, Tunnel und so. Deshalb hatte ich Angst, zur Welt zu kommen. Macht Sinn, oder? Ja. Dann eine andere Geschichte. Wir waren damals frech. Wir waren nicht im Kindergarten, wir wurden nicht erzogen. Das heißt, wir waren frech, wir waren offen und frech. Haben gesagt, sofort, wenn uns was nicht gepasst hat, haben wir bums eine geknallt gekriegt für unsere Meinung. Weil wir unsere Meinung geäußert haben, haben wir eine geknallt gekriegt. So, ne, wir wurden geschlagen. Und dann wird man ja noch aufmüpfiger und dann wird er noch mal mehr geschlagen und dann wird. Na warte, bis dein Vater kommt, dem werde ich das erzählen. Und dann haben wir von denen nochmal einen Jack voll gekriegt. Das war ganz normal bei uns. Und da bin ich kein Einzelkind. Ich habe irgendwann mal, ich war wohl 12 oder 13, da sagt mein kleiner Bruder, hat meine Mutter gefragt, warum wird Olaf nicht mehr geschlagen? Und dann habe ich so gehört, was? Ich wurde geschlagen? Wir wurden geschlagen? War weg, das war weg, habe ich verdrängt, wollte ich nicht wissen. Da habe ich versucht, damit umzugehen, diese Misshandlung, ja, das ist eine Misshandlung, das ist das ist Gewalt gegen Kinder. Wenn wir das nicht ändern, dann tun wir unseren Kindern das auch an. Ist mir leider auch passiert, bis ich dann gemerkt habe, nee, das fühlt sich nicht gut an, damit muss ich aufhören. Das können wir beenden. Diese Spirale oder nicht Spirale, sondern dass wir das immer weitergehen, das können wir beenden, indem wir damit aufhören, das nicht mehr tun. Weil wir schlau sind, können wir damit aufhören. Wir können lieber unseren Kindern Liebe geben, statt Hass oder Unwissenheit. Nicht wissen, wie man mit so einer Situation umgeht, weil unsere Eltern konnten das nicht. Die wussten das auch nicht. Die wurden ja auch so erzogen. Und das war halt deren Mittel. Ne? Ich weiß, dass ältere Leute wie ich, die wurden damals in der Schule noch geschlagen. Dort wurden sie noch geschlagen. Mit dem Lineal haben sie auf die Finger gekriegt oder so Erziehungsmaßnahmen, weil die Lehrer auch inkompetent waren und den Kindern das Leben nicht anders beibringen konnten. Da gab es nur Zucht und Ordnung. Das waren deren Maßnahmen,
Leute zu erziehen. Heute wissen wir, ein Kind erziehen bringt gar nichts. Es bringt genau das Gegenteil. Die sollen frei zur Welt kommen. Deshalb gibt es die Waldorfschulen. Man sagt zwar, die sollen da ihren Namen tanzen und so und machen sie lächerlich, aber in Wirklichkeit lernen sie da tolle Weisheiten na, wie heißt der Stein noch? Steiner. Ja. So, das sind so ein paar Sachen, die mir gerade aufgestoßen sind, an die ich gerade rangekommen bin. Ich habe immer nach Glaubenssätzen gesucht, die ich noch lösen kann und habe keine gefunden. Und jetzt ist mir das klar geworden. Da wurde mir geholfen von einem Freund, der hat mir dann ein Buch geteilt und auch noch ein Video, wo ein Känguru rotzfrech Kapitalismus erklärt und da sind mir dann so einige Sachen aufgefallen. Ah ja, klar, logisch. So, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich das von der Schulzeit erzählt? Nee, ne, da war ich noch gar nicht. Das geht ja weiter, das Ganze. Ich war halt frei und durfte rumlaufen und dies und das und dann mussten wir ja zur Schule und wenn wir dann, oder nochmal einen Schritt zurück, wenn ich weiß es ja von meinem Kind, wenn mein Kind, wo mein Kind angefangen hat zu sprechen, dann war ich ja total happy und so, oh, kann Papa sagen, ne? So, kann Mama sagen, oder was weiß ich, oder kann sagen, hey, das Essen schmeckt nicht, oder irgend sowas, Hauptsache die fangen an zu kommunizieren, da freuen wir Eltern uns. Und dann, wenn sie dann anfangen zu laufen, auch, oh, kann laufen und so. So, und dann kommst du als Kind zur Schule, musst still sitzen und die Klappe halten. Boah, krass, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das für ein schrecklicher Ort? So, und an diesem schrecklichen Ort haben wir am ersten Tag eine große Schultüte bekommen. Ich weiß nicht, wie groß sie war, ich war ja Kind, aber irgendwie so ein Ding mit Drogen drin, mit Zucker. Da war Zucker drin, eine Droge, die schlimmste Droge, die sie auf dem Planeten haben. Ist im Alkohol ist auch dieses Zucker drin. Oder Alkohol wird aus Zucker gewonnen, irgendwie, ne? Im Gärungsprozess und so. Also ist dieselbe schlimme Substanz. So, und kriegen wir als Kind so eine riesen Schultüte. Belohnung oder machen sie uns süchtig damit? Ja, kann sich jeder selber überlegen, was da der Grund ist oder wozu das gemacht wird. So, Schule. Ja, Bundeswehr habe ich zum Glück nicht gehabt, das dürfen andere drüber reden. Aber ihr wisst, was da abgeht bei der Bundeswehr. Ihr wisst, was da abgeht. Dort werden Kampfmaschinen gezeugt. Das heißt, du kannst nur zur Kampfmaschine werden, wenn du dein Herz zumachst. Du kannst nur einen Menschen töten, wenn das Herz geschlossen ist, wenn das hier geschlossen ist. Du bist ein reiner Befehlsempfänger, und dann kannst du sagen, ich musste einen Befehl ausführen. Ich habe den Menschen getötet oder die vielen Menschen getötet, weil ich einen Befehl ausgeführt habe. Also müsst ihr das Herz zumachen, weil ihr das sonst nicht versteht, weil ihr damit sonst nicht klarkommt. Es gibt diese posttraumatischen Störungen. Alles darauf beruhend, auf die Zeit beim Militär und so. Einer meiner Lehrer meinte einmal, der hat die Tantra-Massage nach Europa gebracht, vor 45 Jahren ungefähr. Der Andro, der meinte, er hätte einmal die Chance gehabt, einen Nazi zu massieren. Und damit meint er nicht die Leute, die hier als gesichert rechtsextrem markiert werden vom Verfassungsschutz, sondern einen richtigen Nazi. Ein richtiges Arschloch, einer, der andere Menschen manipuliert, einer, der andere Menschen schikaniert, einer, der zum Mord anstiftet, einer, der selber mordet. Also so ein richtiges fieses Schwein. Und den sollte er berühren, den sollte er, ne? Er hat das dann aber. Also das hat er öfters darüber erzählt. Weiß seine Worte nicht mehr, aber ich kann mich da reinfühlen. Und ich habe mir auch gedacht, nein, ich massiere jeden Menschen, der das möchte, der zu mir kommt. Ich öffne jedem das Herz, wenn er das denn möchte. Und das hat er halt bei dem auch gemacht. Der hat dann durch die Massage, wurde so gerührt und hat geweint. Ein Nazi, der geweint hat. Also das Psychopathsein kann man heilen. Das wollte er damit eigentlich sagen. Das hat er mir persönlich gezeigt, wie man Herzen öffnet, wie man Psychopathen wieder zurückholt. Er hat das nicht so
genannt, aber er hat was anderes erklärt, aber ich habe das gesehen. Ja, wir können diese Psychopathen, diese Krebsgeschwüre, können wir wieder zu Menschen machen. Ich habe das schon geübt mit Polizisten. Das funktioniert. Man kann die zu Menschen machen. Blickkontakt, Augenkontakt, in Liebe geben. Also kein Sex oder sowas, Liebe geben. Ihnen das Gefühl geben, dass sie ein Mensch sind. Ich habe mal einen Polizist in Portugal gefragt. Wir haben eine Stunde lang haben wir diskutiert. Und er hatte keine Macht. Er hat nicht das durchsetzen können, was er wollte, weil ich ihm das nicht weil ich ihm das nicht erlaubt habe. Er wollte, ja genau, die haben meinen Hund, haben die erwischt, anscheinend, wie mein Hund eine Ente getötet hat. Okay, ich weiß, mein Hund hat Enten gejagt und den Tag war leider der Teich abgepumpt. Die haben den Teich sauber gemacht, sonst können die Enten den Teich flüchten, ne? Und dieses Spiel beenden. Das ist ja ein Spiel der Hunde. Die wollen ja nicht töten, die sind ja nicht. Die sind ja nicht fleischlustig. Vor allen Dingen, weil mein Hund hat vegan Essen bekommen. Der wurde also nicht darauf abgerichtet, Fleisch zu hassen oder zu jagen oder irgend sowas, sondern das war ein ganz liebe Hündin. Ist eine ganz liebe Hündin. Und es ging lang, lang hin und her. So, und die kam zu mir, ich habe da Straßenmusik gemacht, da kam ein Polizist zu mir. Do you have a dog? Also hast du einen Hund? Ja, habe ich. Wussten der, ja, keine Ahnung, die ist gerade irgendwo anders, ne? Die hat ihr eigenes Leben und so. Und sagt er, ja, wir haben sie gefunden, die ist da auf dem Parkplatz und da und da, und dann sind wir dahin. Und dann habe ich sie gesehen, dann habe ich mein Wohnmobil aufgemacht, Anjana rein, Tür abgeschlossen, Hund drinne, Problem gelöst. Und die wollten mir den Hund eigentlich wegnehmen, weil ich die Papiere nicht hatte. Und ich sage, Papiere liegen bei einer Freundin und die kann ich holen. Ja, dann müssen wir, du kannst sie jetzt holen und wir gucken, wir nehmen den Hund so lange, sagt, nee, die will gar nicht bei euch bleiben. Also die hatten versucht, mir die Macht, ihre Macht von mir zu kriegen und ich habe ihm die nicht gelassen. Und der eine Polizist konnte glücklicherweise Englisch und ich kann glücklicherweise auch Englisch. Und dann habe ich ihn gefragt, ich habe ihn in die Augen geschaut und dann habe ich gefragt, kann ich dir als Mensch vertrauen? Und er sagt, ja, sag ich, siehst du, und so kannst du mir vertrauen. Und damit habe ich ihn in seine Menschheit zurückgeholt und er hat Verständnis gehabt für meine Situation und so. Und er hat mich fahren lassen, die Papiere zu holen. War ich nachher auf der Wache, habe die Papiere gezeigt und dann wurde sein Kollege gesagt, hier, fein. Also der wollte mir ein Ticket schreiben. Und er sagte zu seinem Kollegen, das hat keinen Sinn, sagt er. So, das habe ich verstanden. Ich kann kein Portugiesisch, aber so von wegen. Das macht keinen Sinn. Also man kann die wieder zum Menschen machen. Da hab ich meinen Spaß bei. Wenn es zu viele sind, ist es schwer. Ne? Die sind dann so, die haben dann die sind so lustig angezogen, haben eine einheitliche Dings und das ist ganz schwer, die als Menschen zu sehen und sie dann dahin zu holen. Die werden ja durch ihre Kollegen, wenn sie davon abgehalten, Mensch zu werden. Ich habe es tatsächlich mal geschafft. Da waren fünf Polizisten, mit denen habe ich auf dem Fußboden gesessen. Anjona, meine Hündin, war dabei. Die haben mich verhört und die haben gedacht, ich bin da ein gesuchter Mörder. Und habe ich denen erzählt, ich war zu der Zeit gar nicht hier. Könnt ihr eure Kollegen fragen? Die haben mich dann und dann von der Autobahn gekratzt. Und wir hatten eine tolle, tolle Unterhaltung, eine ganze Stunde lang. Und die wollten nachher wissen, wo sie meine Bücher kriegen und dies und das. Und haben mich gefragt, wo willst du denn hin? Ja, ich bin auf dem Weg nach Berlin zur Demo. Aber dann haben sie gesagt, das sind doch nur Nazis. Sag ich, wer erzählt euch denn so eine Scheiße? Das sind ganz normale Menschen, die gegen diese Maßnahmen auf die Straße gehen. Das sind auch keine Nazis. Und da hatten wir echt ein tolles Gespräch. Und das war nachher, ich habe da mit Menschen gesprochen. Alles Polizisten in Zivil, aber ich habe mit Menschen gesprochen. War eine schöne Zeit. Also wir können das schaffen. Und das mit der Herzöffnung, das geht auch. Das kann ich auch erklären. Das mache ich aber in einem meiner Workshops. Da würde das Video jetzt zu lang gehen. Also man kann die Herzen öffnen, man kann Psychopathen wieder zu Menschen, zu fühlenden Menschen machen. Also die Chance ist da. Nichts mit Kriege, nichts mit Schuldzuweisung, nicht so ist das, funktioniert nicht, sondern mit Liebe. Mit Liebe und Berührung. Ist schwer, weil es so viele sind mittlerweile, aber man muss das ja nicht alles alleine machen. Und ich bin, glaube ich, dazu hier, dass ich euch eventuell daran erinnern, wie es geht.
Und dafür gebe ich demnächst Workshops. Ich bin aber gerade selber im Heilungsprozess, wie ihr merkt. Es ist auch nicht einfach für mich, das zu erkennen, warum wir so sind, wie wir sind. Aber es ist gut zu erkennen, weil jetzt darf die Heilung passieren in mir. Und dann ändert sich mein Außen, dann ändert sich meine Welt im Außen. Ich lerne immer mehr nette Menschen kennen, die genauso ticken wie ich. Da sind nicht mehr ganz so viele Psychopathen. Es ändert sich. Aber auch dazu, buddhistische Philosophie, die gibt es bei mir in den Workshops später. Es wird, ja, vielleicht ab nächste Woche kann ich schon. Aber ich muss selber erstmal durch meinen Prozess, bis ich das Wissen weitergeben kann. Das werde ich aber gerne machen. Und ich denke mal, das wird sogar nicht mal Geld kosten. Ich bin damit ganz gut gefahren, dass ich meine Arbeit immer gegen Spende gemacht habe und dass ich da kein Geld für verlangt habe. Weil das würde mich unglaubwürdig machen, wenn ich da das mein Wissen weitergebe für Geld. Und deshalb werden die Workshops, die werden nicht umsonst sein, weil die Räume müssen bezahlt werden und so. Und da muss geheizt werden, jetzt gerade im Winter und dies und das. Und ja. Aber ich brauch nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Schön, dass du zugehört hast. Schön, wenn ich zumindest nur einen Menschen erreicht habe mit diesem Video und dass nur ein Mensch gehört hat, der das weitergeben kann oder dem das hilft und er eventuell das wiederum weitergeben kann, dann ist mir ja schon geholfen, dann habe ich was Sinnvolles getan. Und wenn ich das nicht für dich getan habe, dann habe ich es gerade für mich getan. Darüber reden, dieses ehrliche Mitteilen, das Mitteilen, dass ich gerade was gesehen habe, was mich belastet hat all die Jahre, das wirkt sich ja in die Beziehung auf. Eine Sache noch, damit es rund wird. Ich habe irgendwann, es war auf dem Colorful Tribe Gathering in Potsdam, da habe ich einen Glaubenssatz gefunden, ein widerlicher Glaubenssatz. Ich teste die übrigens mit Kinesiologie, ob ein Glaubenssatz aktiv ist. Da habe ich einen Glaubenssatz gefunden, der heißt, ich hasse Frauen. Ich habe den natürlich sofort gelöscht oder geändert in ich liebe Frauen, ich liebe jeden Menschen, ich glaube, so habe ich es gemacht. Und musste das sofort alles aus meinem Körper rausholen, die Energie dazu. Weil ich habe das gesehen, im Außen waren Sisters, die haben gerade ein Ritual gemacht, das war Vollmondritual und die haben da was mit ihrem Blut gemacht und so. Und ich habe da gestört, meinen sie. Und das hat mich getriggert und dann habe ich gesagt, was sind denn das für blöde Zicken und so, ne? So habe ich so gedacht, ne? Und dann habe ich mir gedacht, oh, was ist das denn gewesen? Wo kommt denn der Gedanke her? Und dann habe ich halt geprüft, ist der Glaubenssatz aktiv? Ja, war aktiv. Und den habe ich dann, boah, da habe ich dann noch reichlich Übung gemacht, um das aus meinem Körper rauszukriegen. Und jetzt weiß ich, warum ich das so schwer mit Frauen hatte. Warum ich da mit Willenskraft dafür, warum ich Willenskraft brauchte, um mit einer Frau glücklich zu sein. Und warum alle meine Beziehungen irgendwann nach ein paar Wochen schon beendet waren. Das ist der Grund, weil ich Frauen gehasst habe. So, und nee, warte mal. Doch ja, meine Ehe, die Ehe hatte ich ja vorher auch. Guck mal, das kommt noch dazu. Aber ich möchte jetzt meine Frau nicht schlecht machen. Ich möchte eigentlich meine Kindheit schlecht machen. Die war da eigentlich dran schuld. Ich manifestiere das ja. Wenn ich so verzogen bin, so eine Beziehungs Angst habe, weil ich die Beziehung zu meinen Eltern nicht aufbauen konnte oder die zu mir, dann ist es doch kein Wunder, wenn ich keine Bindung zulassen kann zu einer Partnerin. Und wenn ich diese Bindung nicht zulassen kann, wenn diese Bindung nicht entstehen kann, dann manifestiere ich doch eine schlechte Beziehung im Außen. Das ist doch dann meine Schuld. Ich bin traumatisiert. Ich produziere diese schlechte Beziehung. Und wenn meine Frau dann auch noch traumatisiert ist, dann sind wir beide dran schuld. Also da, liebes Weibchen, bitte verzeih mir. Ich wusste nicht, was ich tue. Ich war noch traumatisiert. Es tut mir leid. Und ich vergebe dir für das, was du getan hast. Und ich vergebe meinen Eltern, dass sie mich so behandelt haben, wie sie sich.
wie sie mich behandelt haben. Hätten sie das nicht gemacht, hätte ich die Probleme der Welt nicht lösen können. Dann hätte ich das gar nicht gesehen, dann wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Also ist das gut, wenn ich damit jetzt mit jemand anderes auch noch helfen kann. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Advent. Nutzt diese Zeit zur Transformation. Wenn ich euch erreicht haben sollte, nutzt diese Zeit, um da mal drüber nachzudenken, ob ihr vielleicht auch sowas erlebt habt, ob vielleicht auch irgendwas mit euch macht, ob ihr vielleicht auch Stress in den Beziehungen habt, ob ihr vielleicht auch gerade eine Scheidung hinter euch habt, so wie ich, eine teure Scheidung. Guckt mal nach, ob ihr auch so eine Kindheit hattet. Wurdet ihr auch eingeschult und habt Zucker bekommen? Oder hat man euch auch angelogen mit dem Weihnachtsmann? Und dann habt ihr höchstwahrscheinlich ein ähnliches Trauma am Start, so wie ich gerade. Das könnt ihr dann auch heilen, wenn ihr wollt. Aho. Ich wünsche euch viel, viel Liebe. Ich gebe euch viel, viel Liebe. Ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und versucht das mal mit den rauen Nächten. Könnt ihr nachlesen, könnt ihr googeln oder die KI fragen, die kennt sich aus mit rauen Nächten. Es sind 13 Nächte, ihr könnt 13 Sachen manifestieren. Für jeden Monat was Schickes. Dann habt ihr wieder ein tolles Leben. Aho.